Hallo beim Potenzialfrei Podcast und Mio Lindner macht einen Podcast mit Gisela Lenz. Vielen Dank, dass du dabei bist und jetzt nach einem längeren Technikanlauf und mit viel, viel Geduld haben wir es jetzt auch geschafft. Und ich finde es richtig toll, oder du hast es alleine geschafft. Und ich finde es schön, dass wir jetzt noch reden können. Sag mal, welchen Tipp würdest du denn anderen mit auf den Weg geben? Oder deinem jüngeren Ich? Fehler sind Helfer. Also, dass die Angst vor Fehlern oder etwas falsch zu machen oder falsch zu schreiben, ja, bei mir dann im Speziellen, das wegnehmen und sagen, das ist okay und das ist jetzt so und vielleicht hilft es mir ja bei was anderem. Das ist, um dahin zu kommen, zu dem Tipp, hat es bestimmt einen Moment gedauert. Wann ging es denn bei dir los? Also wann wurde denn erkannt, dass es einfach bei dir ein bisschen anders läuft beim Schreiben als bei allen anderen in der gleichen Alter? Also ich bin in den 60er Jahren in die Schule gegangen. Wir waren über 30 Schüler und Lehrer haben sich da gar nicht drum gekümmert. Und ich glaube, meine Mutter hat es sehr früh gemerkt. Die war wir sind 5 Kinder zu Hause gewesen und die war eine sehr aufmerksame Mama und hat dementsprechend mit uns zu Hause das speziell trainiert. Und mein erstes Diktat war dann auch eine 1, weil da hatten wir Aufgaben zum Üben zu Hause. Das habe ich komplett auswendig gelernt und Schreiben als Malen begriffen. Und mein zweites Diktat war dann die 6. Und ab da eigentlich nur noch. Und da hat meine Mutter es irgendwie geschafft, ich glaube, den Mut zu halten und zu machen, dass es ja nur die Diktate sind und sonst nichts. Und ja, in der Schule selber, die Lehrer, die hatten schon so die Ansicht nach dem Motto, mein Gott, ne, schon wieder die meisten Fehler. Und das hat mir schon auch, ich glaube, auch Angst gemacht. Ich bin mit Angst in die Schule, wenn ich wusste, es gibt ein Diktat. Und wenn ich zu Hause nicht meine Abfederung bekommen hätte, wäre es wahrscheinlich auch, wie ich das bei anderen hier im Podcast auch schon gehört habe, eher traumatisch geworden. So ist es ich nenne es so eine Begleittraumatisierung gewesen, ja. Und alles andere hat ja funktioniert. Ja. Ja. Und gab es dann die ganze Zeit keine Unterstützung? Gar keine. Das war in der Zeit nicht üblich. Mein 3 Jahre jüngerer Bruder, da hatten wir einen sehr pfiffigen Rektor in der Schule, der gesagt hat, es gibt da sowas wie Legasthenie. Das Kind hat Probleme. Der hat auch noch stärkere Probleme gehabt und hat den testen lassen. Und dann kam raus, er ist ein Legastheniker. Und da gab es auch eine Eingangsstufe dann an der Schule und der wurde massiv gefördert. Hat jetzt das Problem auch nicht beseitigt, hat ihm aber sehr sanft durch die Schule gehen lassen. Und das habe ich immer so beobachtet und habe aber nie das auf mich bezogen. Ich habe nie damit geliebäugelt, dass ich vielleicht ja auch sowas habe. In mir war irgendwie drin, ich kann halt nicht gut schreiben. Also Rechtschreibung klappt halt nicht. Klar. Da war aber keiner, der da sich für interessiert hätte, genau. Und hatte das Auswirkungen auf deinen Schulweg? Ja, in der Form, dass natürlich immer, wo es dann um die Deutschnote ging, oder sagen wir mal so, von der Grundschule zur weiterführenden Schule. Und da waren dann gerade so die Gesamtschulen am Kommen mit Förderstufenbereich. Und da hatten wir in der 5. Klasse einen Lehrer, der gesagt hat, C-Kurs, ja, also der letzte, also Hauptschulqualität. Und der hat gesagt, mich interessiert nicht, wie ihr schreibt, mich interessiert, dass ihr schreibt. Und der hat mit uns ein halbes Jahr lang Theaterstück eingeübt. Mit allem, was dazu gehört. Und das hat mir das erste Mal wirklich dieses Gefühl von, ich kann ja alles andere und Schreiben ist hier tatsächlich nicht wichtig. Und das hat nochmal so einen Schub gegeben, sodass ich nachher in einer kaufmännischen Berufsfachschule gelandet bin und da auch mich durchgeschlängeln konnte. Das war dann so nochmal so eine kleine Rettung. Aber die Begleitung, dass ich das mit dem freien Schreiben lieber lasse, wenn andere es lesen und sehen können, dass ich Fehler mache, das hat sich sehr stark eingeschliffen. Ja. Also schon so, dass es von dir dann eine Strategie geworden ist. Total. Auswendig lernen,
Geht auch gut, konnte ich immer gut Dinge so beim Hören begreifen und nicht so viel mit Schreiben zu tun zu haben. Das war wichtig. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, dass du danach noch weitergegangen bist in die kaufmännische Schule. Gab es da dann Schlüsselerlebnisse für dich, wo du dann gemerkt hast, okay, das ist wirklich nur das eine und ansonsten gibt es keine Grenze? Ja, zwei Schlüsselerlebnisse. Das eine, Mathe, Betriebswirtschaft und das alles kein Thema. Aber Steno damals noch, Stenogramm schreiben, war auch kein Thema. Aber vom Stenogramm in die Schreibmaschine und da wurden halt Fehler bewertet. Und da waren selbstverständlich die Rechtschreibfehler mit drin. Und dann hieß es, Versetzung gefährdet, mit der Schreibmaschine klappt nicht, die Anschläge stimmen nicht wegen der Fehler. Und dann habe ich wieder geübt wie wild, um schneller zu werden. Dann konnte ich eben mehr schreiben und dann wogen die Fehler nicht mehr so doll. Also ging immer um Strategien, um das wieder auszubügeln, was man da mit der Rechtschreibung nicht hinbekommt, ja. Okay. Jetzt gerade so bin gar nicht davon ausgegangen, dass es schon so lange her ist mit der Schule. Ja, ich bin 62er Jahrgang, das ist schon lange her, ja. Was ich total schön finde, ist, also hatte ja schon andere im Podcast, die zu der Zeit in die Schule gegangen sind und wo wirklich schon, also Förderschule im Gespräch war oder überhaupt komplett runter von der Schule, dass das überhaupt nichts bringt. Und da hattest du richtig Glück, oder? Also macht jetzt so den Eindruck. Ja, total. Also das liegt tatsächlich auch an dem, wie meine Mutter das gehandhabt hat. Die selber auch, ne, die ist in die Volksschule gegangen und mit 14 da raus und die sind nach dem Krieg mit auch vielen Kindern in der Schule und die hatte ihre Geschwister mit und hat erlebt als Jüngste, wie das ist, wenn alle anderen einen voraus sind. Und bei ihr war es jetzt nicht irgendwie Deutsch oder Rechtschreibung, sondern sowas wie Handwerken, ja, so Stricken und so. Das haben ihre Geschwister ihr mal abgenommen, damit sie in der Schule gut durchkommt. Und die Strategie hat die bei uns auch gemacht, dass sie gesagt hat, wenn der Lehrer dir eine gute Note gibt, weil du einen ordentlichen Ordner abgibst, dann gib her, ich mach dir den. Ja, und sie hat gesagt, verstanden haben musst du es, aber wenn es dem Lehrer darum geht, dass er was Schönes von dir vorfindet, dann mache ich dir das. Und so hat sie dann uns quasi immer entlastet oder auch bei den Hausaufgaben. Sie hat es dann mit Bleistift vorgeschrieben und wir haben es dann in Füller nachgeschrieben. Und dadurch war das, also man würde zwar sagen, damit lernt das Kind ja nichts, aber meine Mutter hat immer gesagt, ihr lernt mehr, wenn ihr entspannt in der Schule seid. Ja, und das war ein Definitiv. Geschenk. Ja. Ja. Also, Das ist so, so wichtig, ne, fürs Lernen generell, dass das entspannt ist und dass man sich sicher fühlt. insofern, das war also das, was mich dann auch nachher begleitet hat, wo ich gemerkt habe, so dieses Druck machen und Kindern irgendwie dieses, du musst mehr lernen, aufdrücken, wenn man mitkriegt, dass es aus Angst oder aus Stress gar nicht funktioniert. Ne? Ja. Wie ist es denn dann bei dir weitergegangen nach der kaufmännischen Schule? Ja. Also mir war klar, dass ich zu der Zeit war das ein Klassiker für die Mädels, in einem Büro zu sitzen und Stenogramme zu schreiben oder sowas zu machen, ja. Also viel Schreibarbeit und da war mir ziemlich klar, das wird es nicht. Also dass Frauen irgendwie in der Buchhaltung tätig sind oder sowas, das war noch nicht so üblich. Und die Großraumbüros, die wir damals besichtigt haben, waren für mich abschreckend. Und dann kam der Gedanke, damals noch so die klassische Berufsberatung, man geht dahin, die geben einem ein Buch mit nach Hause, lest mal drin rum oder sagen einem im besten Fall noch, welcher Beruf gesucht ist. Und da habe ich dann Maskenbildnerin gefunden und dachte so, das ist kreativ, das ist mit einer Welt, die mich auch interessiert und wollte Maskenbildnerin werden. Und dafür braucht man aber als Vorab-Ausbildung eine Friseurlehre. Und das war zwar auch nicht mein Wunsch, aber dann habe ich gedacht, na gut, dann machst du halt eine Friseurlehre. Und dann kam anstatt das Theater und ich hätte gerne nach Hamburg gewollt, kam die große Liebe dazwischen, die mich dann hier gehalten hat. Und dann habe ich aber den Meisterbrief gemacht, weil ich auch im Geschäft immer gerne die Lehrlinge begleitet habe. Dann bin ich Geschäftsführerin geworden und weil ich da so aktiv war, bin ich dann Bereichsleiterin geworden. Und weil ich mit der Meisterschule
richtig, richtig Spaß am Schulungen und Lernen bekommen habe, bin ich in so viele Fortbildungen und Seminare und Weiterbildungen, und die habe ich immer weitergegeben an andere. Worauf dann ein großes amerikanisches Unternehmen kam und gesagt hat, ist doch klar, die brauchen wir. Und dann war ich dort als Seminarleiterin für Deutschland unterwegs. Und das hat mir dann auch wirklich viel Selbstbewusstsein gegeben. Und irgendwann kam ja auch, dass der Meister ja auch eine Abitursnote ist. Und dann bin ich halt weiter und habe mich nachher noch als Sozialtherapeutin ausbilden lassen und eine systemische Beraterausbildung gemacht. Und dann eine Supervisorenausbildung. Und jetzt arbeite ich seit fast 15 Jahren als Supervisorin und halte Vorträge auch vor Deutschlehrern. Und bin genau an den Stellen, wo ich immer Lust hatte, aktiv zu werden. Also auch nach sehr viel ehrenamtlicher Arbeit im Elternbeirat und Kreiselternbeirat und mit einer Rechtsanwältin, die sich hier im Hochtaunuskreis speziell für Legastheniker eingesetzt hat, habe ich dann an Schulen und an anderen Fortbildungsstätten mit der zusammen Events organisiert, dass Eltern aufgeklärt werden, welche Rechte sie in der Legasthenie haben. Und da war dann so mein Wunsch, als ich dann in diese Weiterbildung kam, dass ich an Schulen irgendwie Lehrern zur Seite stehen kann, sodass die ein bisschen Input noch kriegen oder auch diese Selbstreflexion, was triggert ein Lehrer, wenn der Schüler nicht so ist, wie er sich das wünscht. Und da bin ich gerade auch gelandet. Also das ist ganz interessant, dass ich jetzt auch wirklich genau an den Stellen was bewirken kann und Input geben kann bei den Überlegungen, wo bin ich hier eigentlich, wenn mein Gegenüber ja mir vielleicht das Gefühl gibt, auch als Lehrer zu versagen, weil ich mir so viel Mühe gebe und es am Ende doch nicht beim Schüler ankommt. Ja. Das ist total spannend. Ja, mein erster Satz ist auch immer, ich schreibe jetzt was am Flipchart und wenn da Fehler sind, dann liegt das daran, dass ich Legasthenikerin bin und wer den ersten Fehler findet, darf ihn behalten. Und das hat mir mal ein Schüler geschenkt, als ich in der Schule als U-Plus-Kraft gearbeitet habe und auch an der Tafel schreiben wollte und gesagt habe, oh, da fehlt es mir noch schwerer, mich zu öffnen. Es könnte sein, dass ich was falsch schreibe und dann müsst ihr mir das sagen. Und da hat sich ein Schüler gemeldet und hat gesagt, Frau Lenz, das ist kein Problem. Der Erste, der den Fehler findet, darf ihn behalten. Den Satz habe ich mir geschnappt und der begleitet mich jetzt viel. Ja, genau. Ja, beeindruckend in 3-4 Sätzen und ein Lebenslauf, der ist ja also kaum zu toppen. Ich finde auch so schön, wie du beschrieben hast, eben im Handwerk zu starten und dann weiß man gar nicht, wo es einen hinbringt dann im Leben, sondern man entwickelt sich immer weiter und bemerkt noch, ah, das macht mir noch Spaß und das macht mir schon noch Spaß und dann guckt man einfach, welche Türen sich öffnen und wo man dann weitergehen will oder eben nicht und dann kommen noch andere Möglichkeiten dazu. Ja, also ganz spannend, dass sich auch Türen von alleine öffnen. Also ich bin nicht aktiv hingegangen. Ne? Es kam immer, irgendjemand hat geklopft und gesagt, sag mal, hast du nicht Lust, mach doch mal hier. Und weil ich mir das oft auch gar nicht erst zugetraut hätte. Und das ist, also wenn ich die Wege noch beschreibe, dann dauert es zu lange. Aber die sind ganz spannend, was gar nicht in mir war als Ehrgeiz oder ich will dahin, sondern ich hatte immer Lust an dem, was ich tue. Und das habe ich dann mit Inbrunst gemacht. Und dann hat es irgendjemand beobachtet und hat dann erkannt, ach, da geht doch noch was. Und ich selber hätte keinen Meisterbrief gemacht. Also es kam eine Kollegin und hat gesagt, Mann, von den 15 Lehrlingen hier im Laden sind immer 10 bei dir. Du scheinst es ganz gut zu machen. Hier sind die Unterlagen für die Meisterschule, melde dich mal an. Und so passiert es dann halt einfach. Ja. Das finde ich auch wieder interessant, dass man gar nicht immer den Plan braucht, sondern das im Jetzt mit Leidenschaft machen auch weiterbringt. Ja. Jetzt hast du gesagt, dass du gerade an der Stelle bist, um auch mit Lehrkräften zur Seite zu stehen. Hast du da noch, also weil es ist ja einfach in diesem System lernen, gibt es ja einfach unterschiedliche Seiten und jeder bringt ja auch noch was mit. Und eine Person ist definitiv die Lehrkraft. Was ist denn aus deiner Erfahrung, was Lehrkräfte noch mitbringen,
ohne dass sie gerade sehen, was auf der anderen Seite passiert bei den Schülern. Also das, was du schon gesagt hattest, dass ja vielleicht Bedenken da sind, dass man selber das gar nicht so gut rüberbringt und das selber auch Misserfolgserlebnis ist, wenn die Schüler selber nicht weiterkommen. Ja, also da kommt das eine, dass ich gerade sehr stark die massive Überlastung der Lehrkräfte erlebe. Ja, also dieses noch was und noch eine Verordnung und viele, die im Dauerkrank sind und die Kollegen müssen alle ständig einspringen und ausgleichen. Es ist sehr schwer, Rektorenplätze zu besetzen. Teilweise, ja, wie so oft, Führung ist nicht immer gleich die Persönlichkeit dahinter, die dazu gehört, ja. Und dann kann eine ganze Schule mit zig engagierten Lehrern schon wieder in eine Schieflage geraten, weil gerade in der Leitung was auch schief läuft, ja. Also es sind so ganz viele Pakete, die noch im Rücken haben. Es ist gar nicht nur dieses, ich stehe hier vor dem Schüler und muss was vermitteln. Und dieses ernst genommen werden, diese Lehrkraft, die da in ihrer Überforderung gerade ist, die hat nicht den Schüler, der sie überfordert, der kommt dann on top obendrauf, sondern das Gesamtpaket, das überfordert. Ja? Also unser System Schule überfordert dann. Und dass man wirklich, also ich bin dafür, dass alle Schulen fast schon verpflichtend Supervision bräuchten, ja, um so eine Reflexionsrunde, um so eine Entlastungsstunde, um wie geht es uns hier eigentlich gerade, wer interessiert sich eigentlich dafür, wie ich hier meinen Alltag stemme, um das hinzukriegen, da fehlt alles. Also da ist inklusive, dass es ein Einzelkämpferberuf ist, ja, ich stehe vor meiner Klasse und ob ich das so oder so mache, spiegelt mir maximal die Klasse. Und dieses Kollegiale, wir unterstützen uns, wir sind zu zweit im Unterricht, wir haben die Tür auf, wir hören uns gegenseitig, das findet fast gar nicht statt. Ja, wird auch oft radikal abgelehnt. Also nicht auch noch jemand, der von außen mitkriegt, was bei mir nicht funktioniert. Ja. Und wie ist dein Erleben also bezogen auf Teilleistungsschwächen, also wie Leserechtschreibschwäche oder Rechenschwäche? Ja, Oder ich glaube, dass es wird selten ernst genommen. Es ist eine zusätzliche Aufgabe, nachdem, und das war ja in der Schulzeit meines Sohnes der Fall, dass noch als Inklusion galt, also aus dem extra Förderunterricht raus in den normalen Deutschunterricht reingesteckt wurde, da haben die Lehrer angefangen, fast schon zu boykottieren. Ja, also da keiner ist qualifiziert, keiner wusste, was er mit dem Thema machen soll, keiner hat Hintergrunderfahrung. Und so Sätze wie, das ist eine Modeerscheinung, die Schüler sind nur zu faul, die müssten einfach alle mehr lesen, dann wäre das weg. Ja. Da hatte ich dann schon etliche Gesprächssituationen und ich war dann mit vielen Lehrern im Aufklärungsgespräch. Und in, ja, es hat noch mehr Gründe. Und ja, es gibt auch Kinder, die haben einfach zu wenig Unterstützung zu Hause. Aber auch Kinder mit Unterstützung haben die Probleme. Ja, also es ist nicht einfach weg, weil man unterstützt, ja. jetzt hast du ja schon gut seinen Sohn erwähnt. Der war im Übrigen auch schon hier im Podcast, der Sehr gut. Dominik. Schön gut an der Stelle. Kann ich auch nur empfehlen, die Folge. Wie war denn das für dich, als du festgestellt hast, der hat die gleichen Probleme wie ich? Ich würde es sogar umdrehen. Als ich das bei meinem Sohn im ersten Schuljahr relativ schnell, also diese Problematik des Diktats oder zu Hause etwas schreiben müssen und die Genervtheit der Lehrerin, die nachdem wir wirklich ein Diktat unendlich geübt hatten, unter das Diktat schrieb, Dominik muss mehr üben, war meine Antwort drunter, wie auch nachts. Und da ist mir dann das quasi wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich auch das Problem habe. Also ich war mit mir da noch lange nicht so im Kontakt, dass ich wusste, ach so, meine Rechtschreibschwäche ist nicht meine Dummheit, sondern ich habe eine Legasthenie. Und durch meinen Sohn ist mir das so richtig aufgegangen. Und das war dann auch mein Antreiber, dass ich gesagt habe, so, bei dem erkenne ich es gleich im ersten Schuljahr und jetzt gehen wir radikal alle Wege, die ich sein muss. Und habe mit allen Lehrern Gespräche geführt, gesucht und
Wir haben dann von der Klassenlehrerin den Hinweis bekommen, dann sind wir hip und die haben den Test gemacht und ich bin da raus und dachte so, Tschakka, ich hab's schriftlich, er hat Legasthenie, jo. Und in der Schule gab es aber keinerlei Konzept und nichts. Und das heißt, wir haben dann unser eigenes Geld in die Hand genommen, das waren damals 350 D-Mark im Monat und haben ihn zweimal in der Woche für jeweils 2 Stunden dahin gebracht. Was ihn 3 Jahre lang auch richtig gestresst hat, weil er ja immer Freizeit dafür geopfert hat. Er ist aber schon ganz gerne hingegangen. Also die haben das super gemacht. Da habe ich wieder viel gelernt für mich. Ja, also nicht korrigieren. Er soll einfach schreiben lernen. Er soll drauf losschreiben. Und es ist egal, ob er Fehler macht und mischt euch da nicht ein. Und das kommt von alleine. Und ich gedacht habe, kann ich auch mal anwenden. Ich kann auch mal drauf losschreiben. Ja, und das heißt, ich bin mit meinem Sohn gemeinsam in dieser Situation gewachsen. Was hat denn das mit dir gemacht, festzustellen, dass du dasselbe Problem hast? Ja, auch das habe ich bei dir in dem Podcast schon mitgekriegt, dass tatsächlich eine Erleichterung. Also, weil so dieser Stempel, man wäre für irgendwas zu doof, ja, irgendwie eine neue Idee bekommt. Und die Idee heißt, ah, ich habe einfach ein Handicap. Und das ist, wie ich jetzt heute auch eine Brille trage, die ich aufgrund von meiner Alterssehschwäche trage. Und so ist es halt auch als Kind, wenn man bestimmte Dinge einfach nicht ins Gehirn bekommt. Ja? Und so nette Sätze, wenn man fragt, wie schreibt man das? Und jemand sagt, ach, so wie man es spricht. Und ich mittlerweile immer sage, wenn ich das wüsste, hätte ich nicht gefragt. Ja, sprechen und hören klappt bei mir gut, aber das Schreiben nicht. Und ja, so einfach Entlastung, Erleichterung und dann auch feststellen, also ich habe auch mal einen Volkshochschulkurs versucht, Deutsch für Deutsche. Das war nicht nur demütigend, das war auch vollkommen abstrakt. Also was da da wurde ein Diktat gemacht, aus einer Zeitung vorgelesen, ich weiß noch von irgendwelchen komisch heißenden Boxern. Und dann sollten wir das selber korrigieren und sollten unsere Fehler einschätzen und dann gucken, wie wir mit diesen Fehlern lernen wollen. Und ich gedacht habe, gut, dann weiß ich jetzt, dass ich wieder eine 6 gehabt hätte und dass mir das nicht weiterhilft und dass ich hier nicht irgendeine Kleinkorrektur brauche, sondern was anderes. Aber es gab nichts anderes. Und dann habe ich beschlossen, ich lese sehr gerne, ich lese langsam, ich brauche länger für ein Buch, aber ich lese gerne und ich habe intuitiv beim Schreiben was. Kann ich. Was nicht geht, ist, wenn ich für jemanden schreibe, der es hinterher liest. Dann habe ich mein Schulgehirn an und das hat Angst und dann kommen Blockaden, dann weiß ich nicht mehr, wie man der, die das schreibt, ja. Und das habe ich, das ist irgendwie nicht ganz weg, aber ich habe dieses Schreib halt einfach mal drauf los von meinem Sohn für ganz viele Dinge übernommen, ja. Und ist es so, also jetzt hast du schon berichtet, dass du einfach Sachen übernommen hast, so von wegen, wer den ersten Fehler findet, der darf ihn behalten. Hast du für dich noch andere Strategien entwickelt, für jetzt im, also die du jetzt einfach täglich mit anwendest in deinem generellen Alltag? Ich liebe mein Handy. Wenn ich was schreiben muss, dann nehme ich WhatsApp. Also jetzt hat mein Bruder mir ChatGPT noch eingerichtet. Das werde ich aber erst üben müssen. Und ich schreibe oder diktiere mir das mir selbst auf WhatsApp und dann schreibe ich das da ab. Um zu sehen, ne, wo es vielleicht auch Groß-Kleinschreibung oder wie schreibt man ein Wort oder so. Also da nutze ich das mittlerweile massiv als Hilfsmittel, was natürlich auch mein, wie schreibe ich was oder ich schreibe mal schnell eine E-Mail, heißt bei mir immer, Moment, ich muss erst mal sehen und machen und ich brauche da Sicherheit. Ansonsten habe ich mir aufgrund meiner Schulzeit, glaube ich, einen sehr großen Wortschatz angeeignet. Und wenn ich was schreiben will, filtert mein Gehirn sofort, kenne ich das, kann ich das Wort schreiben? Und wenn ich es nicht schreiben kann, habe ich mindestens 5 bis 10 Ersatzwörter im Kopf, die ich dann nehme. Ja? Was ja das Handicap beim Diktat ist, da darf ich ja kein Ersatzwort nehmen. Ja, und wenn ich freischreibe, dann ja, rattert es immer in meinem Gehirn. Also ich habe dann immer ganz viele Ersatzwörter, die ich abrufe und frage, kannst du das schreiben? Ja, dann nimm das. Ja. Genau. Ist auch so eine Strategie geworden. Definitiv.
Ist auch eine gern angewendete Strategie von vielen. Wo denkst du, würde dich dein weiteres Leben noch hinführen? Ja, also ich denke, dass jetzt mit meiner jetzigen Tätigkeit ich noch richtig viel bewirken will. Ich will auch richtig lange arbeiten. Und ich habe auch das Glück, dass ich so einen ganz guten, so eine Mundpropaganda habe und drum empfohlen werde und dass sich das auch, ohne dass ich jetzt irgendwie eine Webseite pflegen müsste, wo es mir auch wieder darum ging, wer schreibt die Texte, wer korrigiert die und. Also es blockiert auch, ja. Aber dass es über Mundpropaganda läuft und ich sehe mich noch mehr in dem Bereich, ja, Menschen, ich sag mal so eine Fehlerkultur, das habe ich überhaupt in Supervision, dieses ich bin falsch, du bist falsch, wer ist falsch, Fehlerkulturen zu etablieren, dass dieses lasst uns doch mal Dinge einfach machen und nicht immer schauen, wer ist richtig und wer ist falsch und wer ist der Bessere und wer ist der Schlechtere. Also da nochmal eine Entspannung in Teams, in Gruppen, in ja, Menschen, die mit Menschen arbeiten, zu bringen. Also da habe ich einen ganz großen Anspruch auch an mich. Dieses können wir vielleicht uns begegnen auf Augenhöhe und uns gegenseitig tolerieren lernen, in den weil jede Schwäche ja auch meine Stärke ist und jede Stärke auch meine Schwäche ist, ja. Da noch mehr zu wirken. Das ist so, da habe ich ganz viel Lust drauf, ja. Ja. Verständlich. Wo bist du denn zu erreichen? Tatsächlich auch eher auf Instagram oder auf Facebook. Und wie gesagt, die Hemmung, eine Webseite zu schreiben, war bisher riesig. Ich habe jetzt aber auch eine sehr liebe junge Frau, die gesagt hat, weißt du was, du diktierst mir alles und ich mache das alles für dich. Also vielleicht habe ich demnächst auch eine Webseite, die würde dann aber auch auf Instagram sichtbar sein, dass man dann, ansonsten, da kann man mich auf jeden Fall kontakten. Genau. Okay, dann packen wir das in die Shownotes rein, dass falls irgendjemand, der das unser Gespräch hört, denkt, Gisela muss ich unbedingt kontaktieren, dass die Person dich dann finden. Okay. Gibt es irgendwas, was du unbedingt mitgeben möchtest? Ja, vielleicht so dieses, dass wir alle ein bisschen weniger mit bestimmten, ja, sind wir wieder beim Fehler machen, ne? Also, dass diese Scham, die oft entsteht, also vor allen Dingen, wenn man mit dieser eine Rechtschreibschwäche oder eine Dyskalkulie hat, da ist so viel Scham oft drin, dass wir wirklich das wieder weggeben und sagen, nein, das ist ein Teil meines Könnens oder Nichtkönnens. Es schämt sich auch keiner dafür, dass er Chemie nicht kann oder ne, damit wird kokettiert, ne, das Erste, was ich im Abi abgewählt habe oder sowas, ja, und dass wir auch sagen können, hätte ich Rechtschreibung abwählen können, das wäre das Erste gewesen, was ich abgewählt hätte, ja. Und indirekt habe ich es ja sogar gemacht, indem ich einen Beruf gewählt habe, erstmal, der mich eben mit den Händen und mit den Ohren und mit meinem Mund hat arbeiten lassen und der diese anderen Qualitäten von mir gebraucht hat. Und da hätte keiner gebraucht, dass ich eine Rechtschreibung beherrsche. Ja? Also dieses Schamgefühl hinterfragen und verabschieden, um ja stolz mit dem, was wir können, durch die Welt zu gehen. Welches Lebensmotto begleitet dich denn oder welche Aussage hilft dir? Einfach mal machen. Das ist ich glaube, das ist, was mein Leben bestimmt. Ja, dass ich oft in Dinge reingerate, die ich einfach mache und dann während dem Machen denke, oh Gott, hättest du mal vorher nachgedacht. Hinterher denke, wow, was ein Glück, habe ich vorher nicht nachgedacht. Also dieses einfach mal machen. Ja. Super schön. Und das also kommt auch die ganze Zeit rüber. Das passt perfekt. Okay, sehr schön. Dann möchte ich dir ganz herzlich danken für unser Gespräch. Das Sehr war gerne. total schön. Ja, sehr gerne. Ja, also mich hat es auch richtig gefreut, auch dass witzigerweise ja mein Sohn eben vorher bei dir war und ich dich ja schon länger begleite und du auf meinen Kommentar reagiert hast. Und ich dachte so, ach, wie schön, das passt doch, ne? Und es hat mir jetzt auch richtig gut gefallen. Sehr schön. Genau. Ja, vielen Dank.